Liebe Lego-Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Review des Sets 75272, dem Sith TIE Fighter aus dem Januar 2020. Für unglaubliche 69,99 Euro bekommen wir hier gerade mal 470 Teile. Dafür sind allerdings drei Minifiguren enthalten, nämlich einmal Finn, ein First Order TIE Pilot und der Ritter von Ren Trutchen. Wie immer werfen wir zuerst einen Blick in die Anleitung und hier haben wir, das müssen wir schon fast als Besonderheit nennen, bei einem Lego-Set keine Aufkleber. Also für alle, die sich immer über Sticker aufregen, vielleicht dann dieses Set hier kaufen. Ihr seht es, wir haben insgesamt drei Bauabschnitte. Zu Bauabschnitt 2 und 3 liegen allerdings jeweils zwei Tüten bei, also insgesamt fünf Tüten, die wir hier aufbauen müssen. Der Aufbau streckt sich über knapp 100 Seiten. 98 sind es genau an der Zahl. Im hinteren Bereich der Anleitung finden wir wie immer noch Werbung für die anderen Sets, die ebenfalls in dieser Welle erschienen sind. Die kennen wir allerdings alle zum Großteil schon. Ich glaube, die Mehrzahl davon habe ich hier auch schon vorgestellt. Wer sich das noch angucken möchte, einfach mal in der Playlist Star Wars Reviews hier auf dem Channel schauen. Dann haben wir hier noch für später im Jahr Lego Star Wars The Skywalker Saga, das Videospiel, was ja noch erscheinen soll. Ansonsten war es das eigentlich mit der Anleitung. Machen wir mit den Minifiguren weiter, die sind, glaube ich, etwas spannender. Wie schon erwähnt, haben wir hier drei Stück davon im Set. Einmal für die Guten, den Finn, und für die Bösen treten an ein TIE Fighter Pilot und der Ritter von Ren Trutchen. Davon gibt es ja insgesamt sechs Stück. Wer dieses Set also kauft, sammelt gleichzeitig noch diese Figur, beziehungsweise wer alle Ritter von Ren haben will, muss sich auch dieses Set kaufen. Fangen wir aber mal an mit Finn. Der hat hier seinen neuen Episode 9 Look. Auch mit dieser Handtasche an der Seite, die wurde ja damals bei Indiana Jones eingeführt. Vielleicht auch ganz interessant ist sein Blaster, der kommt nicht in diesem Standard Schwarz daher, sondern eher dieses Gunmetal Grey nennt sich das, glaube ich, dieses bisschen schillernde Dunkelgrau. Er hat auch ein neues Haarteil spendiert bekommen, ein bisschen so aufgewirbeltere Haare, sage ich mal. Auf der einen Seite seines Gesichts strahlte er bis über beide Ohren und auf der anderen guckt er dann leider weniger grimmig. Das hätte ich mir eher gewünscht, so ein bisschen so ein Kampflook im Gesicht. Da schaut er dann allerdings eher ängstlich. Der Rücken ist natürlich auch bedruckt. Falls ihr das mit dieser Tasche noch nicht kennt, die kann man natürlich auch abnehmen. Geht ganz einfach so über den Kopf ziehen. Könnt ihr dann auch bei anderen Minifiguren verwenden, falls ihr das wollt. Oder eben ihr lasst sie auf Finn. Dann schauen wir uns als nächstes mal den TIE Fighter Piloten an. Das ist eigentlich auch eine ganz bekannte Figur. Was wir hier als Besonderheit haben, ist halt, dass dieser Sauerstoffschlauch ist es, glaube ich, beziehungsweise eher Atemluftschlauch noch dranhängt an dem Helm-Mold. Der geht dann hier eben auf die Brust zu diesem Apparatus. Unterm Helm hat er wieder das Angry Clone Face. Das wurde jetzt ja ausgemustert in der neuen Augustwelle. Da bekommen die normalen Klontruppen einen neuen Kopf und alles, was mit Stormtroopern zu tun hat, die bekommen sogar alle individuelle Köpfe. Er hat einen kleinen Handblaster dabei. Der Rücken ist auch bedruckt, der Kopf natürlich nicht, weil man sieht ihn eh so gut wie nie. Kommen wir zuletzt noch zu Trutchen, einer der sechs Ritter von Ren. Auch er ist in diesem Gunmetal Grey gehalten, hat hier sein großes Schwert, beziehungsweise in Lego wurde das erstmalig als Uruk-hai-Schwert eingeführt von Herr der Ringe. Er verwendet es jetzt eben hier als seine große Machete. Ist jetzt die Frage, ob man damit so gut gegen Lichtschwerter kämpfen kann. Aber gut, vielleicht handelt es sich auch um eine Vibro-Klinge. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Auf seiner Taille hier ist noch ein weiteres Messer aufgedruckt. Und wir nehmen mal die Kopfbedeckung ab. Ich glaube, das könnte man auch ganz gut eigentlich für so mittelalterliche Bauern verwenden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein neues Teil ist. Sein Kopf sieht jedenfalls so hier aus. Die Rückseite ist auch nicht bedruckt. Alles in allem finde ich aber durch diese dunkelgrau glänzende Farbe ist das schon eine ziemlich, ziemlich coole Figur.
Dann kommen wir als nächstes zu unserem Sith TIE Fighter oder auch genannt TIE Dagger, also auf Deutsch der Dolch. Das ist mehr oder weniger der Standard TIE Fighter der letzten Ordnung, bekannt aus Episode 9. Die letzte Ordnung ist ja die Nachfolgeorganisation der ersten Ordnung von Imperator Palpatine ins Leben gerufen. Wir haben hier im Gegensatz zu den anderen normalen TIE Fightern keine blockigen Flügel, sage ich mal, sondern eben Dreiecke. Keine, die waren Sechsecke, waren das, glaube ich, sonst immer. Was auch noch besonders ist, wir haben hier mehr oder weniger zwei Flügel sogar. Ihr seht es, diese andere Fläche hier ist so ein bisschen abgehoben. Und dahinter versteckt sich auch gleichzeitig noch ein Spielmechanismus. Wenn wir nämlich hier auf die graue Gitterfliese drücken, Moment, ich mache das mal, ihr seht es schon, hier vorne steckt natürlich ein Spring-Loaded Shooter drin, zack, dann fliegt er raus und das ist eigentlich auch schon so gut wie die einzige Spielfunktion. Was ich sehr interessant fand, ist auch die Gestaltung der Flügel hier hinten. Ihr seht es, hier gibt es so eine kleine Lücke. Das ist genau im Original auch so. Bei Lego dient hier so eine 1x4 Trans-Clear-Fliese, müsste das sein. Ein bisschen dazu, um das Ganze zu stabilisieren, damit das hier auch nicht auseinanderbricht. Ist beim Aufbau ein bisschen fummelig, stellt sich dann aber im Nachhinein eben genau so heraus, dass es für die Stabilität dient und erledigt seine Aufgabe eigentlich auch recht gut. Was wir hier noch sehen, wir können den Fighter mal abnehmen. Hier kommt nämlich so eine kleine Landeplattform zum Vorschein, hängt damit zusammen. Der Fighter kann natürlich im Gegensatz zu seinen Vorgängern nicht wirklich auf seinen Flügeln landen. Er würde hier nach vorne kippen, deswegen setzt man ihn einfach hier nur so drauf. Das hängt auch ganz leicht. Wir haben hier nur, glaube ich, 1,5 Noppen jeweils pro Seite, wo er hier drauf sitzt. Also das geht auch ganz leicht wieder ab. Ist jetzt nicht irgendwie schwer verbunden und sitzt dann halt hier so drauf. Sieht dann, glaube ich, in der Vitrine, ja, muss man jetzt sagen, das hier mit diesen Streben, mit diesen Pfeilern sieht jetzt vielleicht nicht ganz so cool aus wie bei den UCS-Modellen, aber ist immerhin schon mal ein bisschen was anderes, als ihn auf den bloßen Flügel zu stellen. Dann haben wir hier vorne natürlich noch die Funktion, das Cockpit aufzuklappen. Geht dann auch, ich nehme ihn jetzt nochmal ab, damit einher, dass wir oben den Deckel quasi auch nach hinten klappen können. Da bewegt sich auch die Antriebseinheit mit nach unten. Die lässt sich hier auch noch unabhängig davon bewegen. Das Cockpit sieht dann so aus. Wir haben hier auf jeder Seite so kleine Schaltflächen. Da können wir dann unseren TIE Fighter Piloten reinsetzen. Das mache ich mal kurz. So, zack, dann sitzt er hier drin. Dann können wir wieder zuklappen. Und dann kann er auch wegfliegen damit. Das war eigentlich schon mehr oder weniger alles, was man hier dazu sagen kann. Wir können es uns von unten nochmal angucken. Das Cockpit sieht halt ein bisschen unförmig aus. Es ist nicht mehr diese Kugel, die wir sonst haben bei den normalen TIE Fightern, sondern eher so länglich gezogen ein bisschen. Er sieht halt ja schon aus wie eine Weiterentwicklung des normalen TIE Fighters. Das Design bzw. die Form haben sich eben im Laufe der Jahre offenbar hier verändert. Kommen wir abschließend noch zu einem kleinen kurzen Fazit. Ich muss sagen, der Preis von 70 Euro für nicht einmal 500 Teile ist auf jeden Fall viel zu viel. Ich hatte jetzt die Chance, den TIE Fighter für 45 Euro bei Amazon zu bekommen. Der normale Marktpreis pendelt sich so irgendwo bei 50 Euro ein. Ich denke, da kommen wir der Sache schon viel, viel näher. Die Figuren gefallen mir sehr, sehr gut, auch wenn ich mir statt Finn vielleicht lieber einen Sith-Truppler gewünscht hätte. Davon haben wir ja aktuell nicht so wirklich viele. Ansonsten, der Fighter ist, glaube ich, das, was er darstellen soll. Er macht das ziemlich gut. Ich habe jetzt keine größeren Designschwächen da gefunden. Ich finde auch, die Spring-Loaded Shooter fügen sich da gut ins Gesamtbild eben mit ein. Da sitzen ja auch beim Originalmodell die Hauptwaffen. Was den Ständer angeht, klar, er kann natürlich nicht mit den
sonstigen UCS-Standfüßen mithalten. Aber ich denke, dafür, dass es hier sich um ein Spielmodell dreht, hat Lego dann, ja, ich sag mal, gut, dass er dabei ist, so in der Art. Also er ist keine Schönheit, aber es ist auf jeden Fall besser, als dass der TIE Fighter jedes Mal nach vorne klappen würde. Man kann sicherlich auch Spaß damit haben, er ist handlich und ja, ich denke, als Kind würde das sicherlich auch viel Spaß machen, damit dann durch die Gegend zu rennen. Ansonsten als Sammler, jetzt aus meiner Sicht, wird er sicherlich seinen Platz neben Kylo Rens Schiffen dann auch finden. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Schiff unten in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Ich bedanke mich jetzt erstmal recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und tschüss.